Wir waren tatsächlich heute bei uns in der Brisant-Redaktion schockiert über diesen Vorfall und haben uns gefragt, wer bitteschön tut so etwas? Wer bringt wissentlich Kinder in Gefahr und das auch noch auf einem Spielplatz, zumal die doch jetzt erst gerade wieder offen sind? Also auf einem Spielplatz hat jemand ein Messer an einer Rutsche angebracht. Das kann also kein Streich gewesen sein. Das ist ein ernster Angriff und es war nicht der erste dieser Art in Bremen. Dann haben wir noch ganz aktuelle, dramatische Bilder heute Nachmittag. Die kommen aus dem Landkreis Oldenburg. Man sieht zertrümmerte Räder. Was man allerdings nicht sieht auf den Bildern, das sind die zusätzlichen Details, die es jetzt schon gibt zu diesem Unfall. Ein Auto ist nämlich in eine Radfahrergruppe geschleudert worden. Und es ist alles schrecklich ausgegangen. Gucken wir auf ein Thema gleich, das besonders feierfreudige Väter interessieren dürfte. Es ist Vatertag, wo morgen öffentliches Alkoholtrinken tatsächlich aber unter Strafe gestellt wird und was man noch beachten sollte. Da gibt es nämlich einiges, was man wissen sollte, bevor man den Bollerwagen packt. Der ist nämlich zum Teil auch nicht erlaubt. Also da Spannendes später noch hier bei uns in der Sendung. Ja, jetzt gucken wir auf neue Technik, Morphing. Morphing-Apps kennen Sie vielleicht. Das sind ja heute ganz aktuelle Dinge. Ein Renner für viele. Na, man kann sich künstlich älter machen. Wir haben das hier mal im Bild gezeigt. Da sieht man das anhand eines Kindes. Dieses Kind wird jetzt also im Bild immer älter und man kann diesen Prozess verfolgen. Solches Morphing, das wird auch angewendet in manchen Ländern, um zum Beispiel Kriminalfälle auflösen zu können, um da weiterzukommen, um zu wissen, wie sieht eine verschwundene Person heute aus. Und im Fall eines jungen Mannes hat das tatsächlich ganz unglaublich geholfen. Was für eine Geschichte, durch Morphing wiedergefunden. Irres Thema auch jetzt, ausgerechnet die Liebe kommt zu kurz in Corona-Zeiten. Also es geht tatsächlich jetzt um die käufliche Liebe, also das älteste Gewerbe der Welt. Und das muss ich mal wieder verteidigen und verweisen auf die vielen Vorteile, die dieser Beruf für eine Gesellschaft natürlich auch mit sich bringt. Aber andere wollen die Sexverbote für Prostituierte nutzen, damit der ganze Spuk vielleicht für immer beendet ist. 16 Bundestagsabgeordnete haben das gefordert, in einem Brief an die Länderchefs alles festgeschrieben. Also da ja, diskutieren Sie mit. Sie merken, da geht es auch um ernste Details. Ist das älteste Gewerbe der Welt wirklich in Gefahr? Das fragen auch unsere Online-Kollegen und die diskutieren das weiter. Das tun sie auf brisant.de. Wir hätten jetzt für Sie noch einen kleinen Vorschlag und zwar zum Thema Vatertagstouren in Ausnahmezeiten. So könnte es gehen mit der Party morgen trotz des weiter geltenden Abstandsverbots. Und wenn es sehr heftig wird mit dem Alkohol, dann hilft der Reifen vielleicht auch noch ein bisschen. Ne? Kann einen stützen, dass man nicht fällt. Kleiner Spaß. Ja, wo ist Alkohol nur morgen erlaubt und wo nicht? Brisant.de gibt Ihnen auch da einen Überblick. Da geht es noch mal um die Regeln zum Vatertag morgen. Ja, was ist jetzt schon normal gerade? Wir zeigen Ihnen jetzt auf jeden Fall eine irre Geschichte. Das wollten wir Ihnen unbedingt noch mitgeben. Denn es ist, so klein es ist hier und erscheint, eine medizinische Sensation. Und es ist ein kleines Wunder. Denn vermutlich ist es erstmals gelungen, ein Ei per Kaiserschnitt aus einer toten Storchenmutter zu retten und so das Küken auf die Welt zu bringen. Wahnsinnssache. Der Storchenretter, der spricht jetzt bei uns und erzählt mal ein bisschen, wie das möglich war. Ja, irre Sache. Zum Glück gibt es kein Riechfernsehen, sonst würde es jetzt eventuell hart. Denn in England brennt ein Recyclinghof und wenn Plastik erstmal so richtig brennt. So ein großes Thema und deshalb ist es uns auch so wichtig, hier in der Sendung darüber immer wieder zu berichten. So, wir zeigen Ihnen dennoch jetzt mal aufmunternde Bilder. Und zwar sind hier kleine Kinder ein Thema. Es gibt Menschen, die sagen, diese Biene hier, die könnte vielleicht die Rettung sein. Für andere ist sie der absolute Albtraum. Das erklären wir mal. Das ist nämlich eine Roboterbiene. Und diese künstlichen Bienen, die bestäuben Blüten auch. Das tun sie wie echte Bienen. An der Universität von Harvard, da forscht man an dieser ganz besonderen Form der künstlichen Intelligenz. Und Sie sehen, die sieht täuschend echt aus. Tierschützer schlagen aber die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, also das wäre wirklich das endgültige Ende der Bienen, wie wir sie kennen. Aber was sollen wir da tun? Neue Ansätze gibt es und die gibt es auch bei uns. Und es ist wichtig, sie zu zeigen, denn heute ist Weltbienentag. So, wir gucken auf andere flotte Bienen jetzt. Wir machen nämlich weiter mit der Prominenz. Schicken Sie Ihre Männer jetzt besser an den Kühlschrank. Wir haben nämlich jede Menge Promi-Singles. Und wir haben Heidi Klum, die sorgt mal wieder für einen Skandal. Ja, wenn es sonst nichts weiter schief geht. Mehr jetzt. Immer für Sie da. Bestens informiert mit Brisant Prominent und Easy Credit. Und
die liebe Susanne ist da und ich finde, sie passt heute zum Weltbienentag. Stimmt, gestreift und gelb. Absolut. Und du hast uns Bilder mitgebracht und zwar von einer der begehrtesten Frauen der Welt. Wow, das ist Megan Fox, Schauspielerin in Hollywood, spielt in Filmen mit deren Texte. Also ist nicht böse gemeint, aber die passen. Bekannt geworden durch die Transformers-Reihe 2007, Riesen-Actionkracher, wie du es eben schon gesagt hast. Und seit 15 Jahren zusammen, davon 10 verheiratet mit Brian Austin Green. Und Serienfans schreien jetzt gleich, denn der ist der Schnuckel aus Beverly Hills 90210, aus Melrose Place und auch in Desperate Housewives. Kanter Name, was ja da losgeht. Ein Riesen-Hollywood-Star wird jetzt in sämtlichen Klatschpop. Die beiden sind schon Hand in Hand gesehen worden. Also wie eine kleine Pippi Langstrumpf macht sie, was sie will. Ich habe versucht mitzuzeichnen. Es ist was los. So, Liam Hemsworth noch, das war der Ex von Miley Cyrus. Und alle haben sich gefragt, also wenn die Kiste auseinandergeht, wer folgt denn nach Miley Cyrus? Und die gibt es jetzt, die Dame. Es ist ein Klassiker, es ist ja ein Model, das liebt man ja in Hollywood. Ne? Also man braucht nur nach Leo auf Instagram. Aber sie ist auch eine ganz kluge, sie hat nämlich alte Geschichte und Archäologie studiert. Und er ist ja so ein Naturbursche und da können sie sich bestimmt gut unterhalten. Quatschen in der Beziehung hilft ja auch mal. Wir haben noch ein sehr bodenständiges Bild von Heidi Klum. Die lässt sich nämlich die Haare färben und das macht sie genauso wie wir Frauen. Das sorgt echt für Diskussionen. Sie können sich selber aussuchen, warum. Aber alles safe haben wir gesehen. Vielen Dank, Susanne. Und wir gucken jetzt auf weitere Promis aus dem Netz. Wir lächeln gleich noch eine Runde weiter, denn manchmal, da braucht man einfach sie. Jetzt haben wir alles für starke Frauen, für alle Kinder, für alle Weltentdecker und alle Ängstlichen, die vielleicht mal ein bisschen Mut brauchen. Es geht um Pippi Langstrumpf, die hat nämlich Geburtstag. Und die wichtigste Erkenntnis zu Pippi Langstrumpf, was glauben Sie? Sie wird eigentlich nie wirklich älter, oder? Die Geschichte passt heute wie früher und übermorgen. Und noch eine schöne Pippi Langstrumpf-Weisheit. Warte nicht, dass dich jemand anlächelt. Zeige dem anderen einfach nie out sein. So, weil man sich nach Barcelona derzeit ja nur träumen kann, empfehlen wir die Fernbedienung einfach für morgen Abend auf den Barcelona-Krimi zu timen. Da gibt es nämlich eine spannende Story. Es gibt ganz viel Barcelona und Anne Schäfer und Clemens Schick. Der war ja schon an der Seite von James Bond und jetzt ermittelt er im Ersten. Wir schauen mal rein auf morgen und nicht raten, so den Maiskolben zu essen. Das als spaßiges Ende, aber keine Sorge, der Schauspieler hat noch alle Zähne. Aber Sie merken, der will zurück auf die Bühne. Mehr Promis, die zurück auf die Bühne wollen, morgen wieder in der Sendung. Nein, da ist Feiertag, aber Freitag wir dann wieder. Tschüss. Immer für Sie da. Brisant Prominent wurde Ihnen präsentiert von Easy Credit.